Oh Mann, guck mal. Die Brücke ist zerstört und meine Truppen können nicht mehr rübergehen. Ich gebe auf. Napoleon hat gewonnen. Nein, wir geben nicht auf. Wir werden sie schlagen, sie. Genetischer Abklatsch von Napoleon Bonaparte. Haha, ich mag dein je ne sais quoi, deine joie de vivre. Nimm dir daran ein Beispiel, du langbeinige Dumpfbacke. Alors. Alors. Okay, was müssen wir jetzt machen? Einen Zimmermann rekrutieren, um die Brücke zu reparieren. Hey, lass meine Figuren stehen. Das ist gemogelt. Aha. Einen Bauern rekrutieren. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hier haben wir eine Brücke. Ne, ein Staudamm, durch den das Wasser hier reinfließt. Also so ein Brettspiel hätte ich auch gerne. Ein bisschen Erfahrung sammeln. Komm. Ein Käse. Oh, wie französisch. Da rennt der Napoleon herum. Hier ist eine Brille. Verzeihung, Herr Bonaparte. Wie spielt man dieses Spiel? Ah, dieses Spiel ist so einfach. Selbst ein Kind wie du könnte es spielen. Mein nutzloser Urenkel muss es nur schaffen, einen Ritter mitten in meine Festung zu bringen. Haha, aber sein Ritter ist ja nicht mal auf dem Spielfeld. Er versteckt sich da in dem Haus. Nun, vielleicht hat er gute Gründe. Ritter können zwar gut Festungen erstürmen, doch auf dem Schlachtfeld sind sie nutzlos. Er braucht also auch eine starke Miliz, um meine Soldaten zu besiegen. Aber er hat keine Miliz. Seine Leute verstecken sich in den Häusern. Hungrig, unbewaffnet, ohne Hoffnung. Ja, aber... Und selbst wenn sie herauskämen, um sich zu formieren, könnten sie sich nicht auf dem Schlachtfeld bewegen, da ich ständig seine Brücken zerstöre. Hey, das ist nicht seine Schuld. Er könnte die Brücken leicht reparieren, die ich zerstöre, wenn er einen Zimmermann hätte. Aber der versteckt sich auch im Haus. Haha, der Kerl hat Angst. Kein Wunder, im Krieg? Wie du siehst, ist das Spiel ganz einfach. Trotzdem hat Fred schon verloren. Nicht diesmal. Diesmal werden wir gewinnen. Nein, werden wir nicht. Klappe, Fred. Er heißt also Fred. Gut, das ist die Gegnerseite. Ach, tada! Schloss. Das war einfach. Festung erstürmt, Spiel gewonnen. Du musst die Festung mit deinem Ritter erstürmen, du junger Narr. Oh. Na gut. Aber schick. Schick, schick. Was ist das hier? Mann, dieser Salzstreuer ist echt im Weg. Ich wette, der echte Napoleon musste sich um so Zeugs nie Sorgen machen. Hm, kaputt kriegen wir das auch nicht. Was ist jetzt hier drin? Hm? Hallo? Na, geht dir dieser Soldat auf die Nerven? Ja. Warum kommst du da nicht raus und kämpfst mit ihm? Hm, was krieg ich dafür? Freiheit? Pff, vergiss es. Okay. Wenn so Krieg funktioniert hat, dann war die Französische Revolution echt anstrengend. Don, don. Genau 4. Okay, hier haben wir noch einen Kofferanhänger. Upsa. Nee, nicht runterrutschen. Ah. Baguette, Baguette. Oh, da schießt was im Fuß. Mon Dieu. Okay, da ist noch was. Nein, ach Mann. Ich kann doch auch hier auf meinen Ball draufsteigen. Genau. Hoch hier. Okay. Hä? Ach, weißt du was? Nee, danke. Mal sehen. Sind wir auf einmal viel kleiner und können mehr sehen. Das ist ein Sensor. Ach so. Aua. Sogar mehrere Sensoren. Was bist du? Ist da ein Korken? Was ist hier los?
Aua. Champagner. Brunnen. Aua. Darauf können wir auch nicht hochfliegen. Kann ich den auf die anderen drauf werfen? Ja. Okay, erstmal dahin, jetzt dahin. Allons enfants de la patrie. Er hat sogar einen Bart, das ist cool. Sehr französisch. Très français. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est bon. Okay, was kann ich mit dem noch machen? Anscheinend kann ich ihn nicht auf die anderen draufwerfen. No, no. Aua, das tut doch alles weh. Aua. Manu. Was ist da draußen los? Warum hupen die? Ich hoffe, das kommt nicht in die Aufnahme. Irgendjemand hupt da bei mir vor der Tür. Wie blöde. Hochzeit? Au! Mein Gott! Ich werde hier nur vermöbelt. Schieß doch auf die Alten hier. Gar nicht. Wer seid ihr hier? Schnecken. Was mache ich mit den Schnecken? Ah, okay, es tut dem doch weh. Aber jetzt habe ich gleich keine Leben mehr. Toll. Gut, dann fliegen wir hier weg. Na, auf da. Muss ich hier die Schnecken sammeln, oder? Tot. Vielleicht kann ich die ja anzünden oder so. Den. Was sagt denn der Ford dazu? Ford! Hey, beiß doch mal ein Stückchen ab, vielleicht kann ich es dann auch schmecken. Ach, solange wie ich das schon mit mir rumtrage, ist es bestimmt nicht mehr gut. Auch eine Feindzielanalyse. Welches Ziel? Genau, wie tötet man eine riesige wandelnde Schnecke mit einer Kanone? Wie tötet man eine riesige wandelnde Schnecke mit einer Kanone? Denk dran, dass du mit Hilfe deines geistigen Fokus rasch abrollen kannst. So solltest du den Kanonenkugeln ausweichen. Und wenn du nahe dran bist, haust du sie. Wenn sie sich in ihr Haus zurückgezogen haben, dann zündest du die Zündschnur auf ihrem Kopf an und guckst so, wie die Kanone nach innen losgeht. Hast du dazu keine Lust, hebst du sie mit Telekinese hoch und wirfst sie ins Wasser. Schnecken können nicht schwimmen. ins Wasser, okay. Sie waren sehr hilfreich. Vielen Dank. Viel Glück. Gut, dann eben nicht. So, wo ist die Pyrokinese? Dumm. Da. Hihi. Ah, und der brennt auch. Das ist ganz cool. Hey. Hihi. Das ging einfach. So. Jetzt brennt der. Hier können wir die Schneckchen einsammeln. Ich wette, die brauchen wir noch. Ah, ich kann die mir auch zu mir ziehen mit Telekinese. Ganz cool. Schnecken. Das Grundnahrungsmittel der Franzosen. Wie jeder doch weiß. So, hier müsste doch noch irgendwo eine andere. Hier ist Schweben. Eine andere Schnecke gewesen sein. Und Äpfel. La Pomme. Und das Hühnchen. Le Hühnchen. Und
und die Pflaume, La Plume, keine Ahnung. Es fehlt noch eine Schnecke. Doch, jetzt 9 von 10. Da ist die letzte. Okay, Schnecken. Zeit, unserer Sache zu dienen. So sei es. Nun gut. Wahrlich, der Krieg ist ausgebrochen. Wir dürfen uns nicht mehr in unsere Häuschen zurückziehen. Immerhin sind wir gepanzerte Krieger. Wir mögen nicht schnell sein, doch wir marschieren auf dem glänzenden Pfad der Rechtschaffenheit, den wir selbst aus den Tiefen unserer Herzen erschaffen. Weise uns den Weg. Wir wollen Löcher in die Blätter von Napoleons Garten fressen. Wow. Also dann, los. Wow, mächtig. Dann, ja, wirklich los. Was können wir jetzt mit den Schnecken machen? Nichts. Können wir jetzt den überzeugen, weil wir die Schnecken überzeugt haben? Bonbon. Na, geht dir dieser Soldat auf die Nerven? Ja. Okay, er interessiert sich nicht. Dafür. Für unsere Sache. Vaterlandsverräter! Dann gehen wir halt weiter auf die Suche. Was gibt's hier oben? Eine Fee? Nichts weiter. Sehen wir doch mal weiter. Hier gibt es einen Schreiner. Na. Hallo da drin. Gibt's hier Zimmerleute? Verschwinde, Dieb! Ich bin kein Dieb. Ich rekrutiere Personal für Fred Bonapartes Armee. Uns fehlen Leute im Pionierkorps. Hör zu. Ich weiß, dass du ein Dieb bist. Nachts höre ich deine Schritte auf dem Dach, wenn du versuchst einzubrechen. Warum rutschst du nicht den Kamin herunter? Ich habe da nämlich ein nettes Feuerchen für dich. Okay. Okay, wenn ich ein Dieb bin, wie kann ich dann hier unten mit ihnen reden und gleichzeitig auf dem Dach sein? Vielleicht bist du ein Bauchredner. Hören Sie, wenn ich auf dem Dach nach dem Rechten sehe, kommen Sie dann raus und kämpfen mit gegen Napoleon? Vielleicht. Abgemacht. Okay, da haben wir direkt den Weg gesehen. Jetzt mal hier Schaukelpferdchen und sowas einsammeln, ist ja wichtig. Müssen zur Guillotine. Das ist so eine Schnecke. Bleib weg, du Schnecke. Wollen wir den mal ins Wasser werfen? Alors, l'escargot dans la Wasser. Ich kann ja auch nicht schwimmen, Mist. Mist. Aber wenigstens bekommen wir die Pfeilspitzen. Das ist ja schon mal was. Mist. So. Und wir können ein paar Spinnweben absorbieren. Absaugen. Na los. So. Spinnwebenentferner. Und da hinten war auch noch eine, ne? Wo hab ich die jetzt gesehen? Da. So. Na. Hab sie. Na bitte. Und wir können einen Koffer und seinen Anhänger wieder zusammenführen. Schön. Tatatatam. So, mal schauen. Wie kommen wir da jetzt hoch? Außen nichts. Aua, was war das? Du warst das. Schleudere ich dich mal wieder ins Wasser hier. Und dann denkst du über deine Schandtaten nach. Bitte. So.
Ah, okay. Na. Na toll. So. Boing. Boing. Okay, jetzt hier durch das Feuer. Und da sind wir. Ui. Wieso komme ich hier nicht durch? Muss ich drumherum hüpfen oder was? Geht nicht. Wieso komme ich da nicht hoch? Gah!